Und hier kommt die Metro, echt alle 4 Minuten, voll krass. Ist bei uns auch so? Keine Ahnung. Schaut mal, in der Metro gibt es auch extra so eine Ablage für Koffer. Richtig cool. Wir müssen bis zum Ende fahren. Hamazuchu. Es ist so stressig. Wir sitzen gerade im Shinkansen. Und der ist echt in den Größe als gedacht. Also Koffer passt rein. Das ist die Schlange, um in den Bus reinzukommen. Das ist die Schlange. Ist das Porno? Ja. Oh mein Gott. Das ist aber ziemlich brav. Ja, die Porno-Ecke, liebe Leute. So sieht unser Zimmer in Kanazawa aus. Mit Schiebetüren. Ist das nicht toll? Hui. Und das ist unser Schlafraum. Und da sind dann auch nochmal Schiebetüren. Ich gehe auch. 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 Ich Das ist echt unglaublich. Ich fühle mich hier voll wohl. Vor allem die alten Menschen sind hier echt nett. Wie sieht der Bus von innen aus? Ist halt nicht so groß. Aber es sind ja auch nicht so viele Leute hier. Das ist der Osaka Jinja Schrein. Oder so. Sagt er so. Sieht echt cool aus hier. Schaut euch das an, ist das klein, so ein Mini-Wohnmobil. Das sieht so süß aus. Und Mushi, so heißt das Ding also. Mushi. Das ist mein Wagen. Damit fahre ich durch die Welt. Wir sind hier gerade am Fischmarkt und es riecht hier schon richtig frisch. Wow. Es riecht so gut hier. Das ist echt unglaublich. Es riecht einfach total frisch. Probier mal. Boah, das schmeckt viel besser als vom Supermarkt, ey. Das hier ist jetzt Seevogel und ich werde es probieren. Es hat 1000 Yen gekostet. Fressen Sie alles weg, du. Voll geflasht. Hondoishi, Hondoishi. Aha. Es hat was Fruchtiges. Der Nachgeschmack ist so sahnig. Wir haben die weißen Erdbeeren gefunden. Die weißen Erdbeeren werden jetzt probiert. Oh, es prickelt so in der Zunge. Lecker.
so fruchtig und süß. Yay! Ah, ist so heiß. Okay, ich bin ein bisschen salzig. Der ist so zäh. Verbrannt mit Soße. Ist nicht so mein Fall. Die Haare sind total durcheinander. Also, es ist echt windig jetzt momentan. Stein auf dem Finde Weg. Finde dein inneres Ich. Was hat das zu bedeuten? Ist das der Stein der Weisen? Ich wollte auch gerade sagen. Also, wir wollen hier gerade an einer Teezeremonie teilnehmen und müssen deswegen jetzt warten. Zur Auswahl stehen Matcha und Sencha-Tee. Matcha kostet 720 Yen und Sencha 310 Yen. Hier ist das Shigure-Tei Tea House. Also, zum Tee haben wir jetzt noch eine Süßspeise bekommen. Ich weiß nicht, was das ist, aber ja, lassen wir uns überraschen. Wieder liegt ein Stein random auf dem Weg. Was hat das wohl zu bedeuten? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Mich würde es aber sehr interessieren. Hier wird gerade ein Hochzeitsfotoshooting gemacht. Die Braut ist echt hübsch. Nicht, dass ich im Weg stehe. Tango, 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 Tango. Kaiserku. Schmeckt nicht nach Matcha. Schmeckt nach Baris. Die haben alle gleich geschmeckt. Aber schmeckt nicht nach Matcha, finde ich. Brokkoli. Das schmeckt auch nicht nach Brokkoli. Das schmeckt so süß, so nach Zuckerwasser. Nein, ich will nicht essen. Kann ich nochmal das Lina essen? Das ist rosa. Ja, das ist rosa. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Was haben die da reingetan? Kann ich meinen Tango haben? Wir sind gerade in einem Ramenladen. Hier sieht es sehr cozy aus. Das gefällt mir. Flugzeug. Das ist Lockies Essen. Jetzt kommen die Blätter rein. Boah, das duftet aber richtig gut. Das ist mehr Gemüse als gedacht. Das ist mein Ramen. Euch unser Video angeschaut habt. Momentan befinden wir uns gerade in Osaka und es wird auch ein Osaka-Video dazu geben. Und was ich noch dazu sagen wollte, Ramen war wirklich gut. Ich habe noch nie so guten Ramen gegessen. In Kanazawa war das Ramen wirklich gut. Es hat echt gut geschmeckt. Und das Fleisch. Ja, genau. Und jetzt ist scheiße kalt. Ja, in Osaka ist es, also allgemein in Japan ist es momentan total kalt. Ich beneide euch alle Münchner, die gerade in der Sonne chillen können. Hier ist es momentan so zwischen 10 bis 14 Grad. Aber die Sonne scheint leider nicht und es ist total windig. Und genau, die Menschen sind kalt. Aber der da ist nett. Ja, also
unser Host ist wirklich nett, es ist wirklich sehr lustig. Und er kann echt gut Englisch. Mhm. Sehr überraschend. Also Couchsurfing ist echt toll. Mein Fuß tut langsam weh, können wir da aufhören? Ja, fertig. Good.